Ja, heute zu Gast in Halle im Büro von Herrn Professor Kuno Hottenrott. Ich grüße dich erstmal. Vielleicht fragt ihr euch, warum wir heute uns hier befinden. Hintergrund ist, dass wir gern mit dem Herrn Kuno Hottenrott eine kleine Beitragsreihe entstehen lassen wollen, wo wir euch über verschiedene Themen wie trainingswissenschaftliche Themen, über Ernährung bis hin zu einem perfekten Coaching oder auch gesundheitsfördernde Maßnahmen in und um dem Laufsport informieren wollen. Dafür ist einfach der Kuno ein wunderbarer Experte, den wir euch hier gern in einer regelmäßigen Reihe präsentieren wollen. Doch bevor wir damit starten, möchten wir euch gerne einfach mal den Kuno vorstellen und ihn dafür ganz lieb mal das Mikro übergeben. Ja? Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Kuno Hottenrott. Ich bin Universitätsprofessor für Sportwissenschaft hier an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mein Bereich ist vor allem die Trainingswissenschaft und die Sportmedizin. Ich leite hier diesen Arbeitsbereich. Und zusätzlich bin ich Direktor des Instituts für Leistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung hier an der Martin-Luther-Universität. Das ist ein An-Institut an der Martin-Luther-Universität. Und in diesem Institut, wie der Name das schon sagt, geht es natürlich vor allem um Gesundheitsförderung und Leistungsdiagnostik. Und ja, ich war 4 Jahre Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Ich bin jetzt PAS-Präsident und habe natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die ich nicht nur hier in der Lehre tue, sondern die ich natürlich auch im Bereich des Leistungssport, Gesundheitssport und Freizeitsport mache. Also mein Leben hier in Halle ist sehr abwechslungsreich, sowohl mit Studierenden als auch mit Leistungssportlern und anderen Dingen. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Gehen wir mal ganz kurz in deine Vita ein Stück zurück. Ja? Was ich sehr spannend fand, war Ende der 80er warst du Trainer im Triathlon-Bereich, speziell für den Nachwuchs, und hast da auch Norman Stadler entdeckt mit jungen 15 Jahren, aber auch Thomas Hellriegel, Lothar Leter. War das so der Startschuss in Richtung Training und Trainingswissenschaften? Ja, ich war natürlich selber Leistungssportler, natürlich lange nicht so auf dem hohen Niveau, habe mich immer für Leistungssport natürlich interessiert, und dadurch, dass ich in der Universität sehr früh eingestiegen bin in Forschungsprojekten, wir haben sehr interessante Forschungsprojekte an der Universität in Kassel gehabt, auch zur Regeneration, zur Leistungsdiagnostik, zur Trainingssteuerung, habe ich eigentlich den Bezug zum Leistungssport gehabt und habe dann einen eigenen Triathlonverein gegründet in Kassel, Trias Kassel. Und wir waren so erfolgreich mit unserem Triathlonverein, dass dann die Deutsche Triathlon-Union auf mich zukam und sagte: Herr Hottenrott, wollen Sie nicht unseren C-Kader trainieren, die Jugend-, Junioren-Nationalmannschaft? Und das habe ich natürlich gern angenommen und bin dann eigentlich dazu gekommen, diese Jugendlichen und die Junioren über 6 Jahre zu trainieren. Ich war sehr erfolgreich mit meinen Athleten. Wir waren bei Europameisterschaften immer die Athleten, die meisten Medaillen, auch bei Weltmeisterschaften. Es waren sehr, sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten. Man kennt ja einige noch, Sonja Oberen, damals Sonja Krolik, auch Norman Stadler, der dann auch Weltmeister dann später im Duathlon wurde, oder Lothar Leder, was du schon gesagt hast. Und zu der Zeit war das natürlich völlig anders wie heute als Trainer. Heute im Triathlon konzentriert man sich auf eine Disziplin oder vielleicht auch noch die zweite. Ich war im Prinzip Trainer in Personalunion für alle 3 Disziplinen und habe auch die Trainingslager koordiniert, vorbereitet. Also das waren die Anfänge des Triathlons. Aber das hat natürlich mir sehr, sehr viel auch, sagen wir, auch als Erfahrung, als Wissen. Ich habe die Wissenschaft schon mit einfließen lassen. Zu der Zeit haben schon alle Athleten ein Herzfrequenzmesser getragen. Ja, also wir haben schon Diagnostik, Laktatdiagnostik, und das war für mich eigentlich ein ganz wichtiges Moment, also dass Triathlon-Training eigentlich nur optimiert werden kann, wenn der Athlet auch die Beanspruchung auch weiß, wie funktioniert eigentlich, wie wirkt sein eigenes Training. Und das habe ich damals schon sehr, sehr stark kommuniziert in die Mannschaft hinein, zu den einzelnen Athleten. Ja, Wahnsinn. Das war ja auch gerade so der Bereich, wo der Triathlon-Boom losging, Ende der 80er. Wir waren jetzt erst in Rot gewesen, waren 35 Jahre Jubiläum gewesen. Das
Das ging los. Du warst ein Mann der ersten Stunde, der das trainingswissenschaftlich begleitet hat. Aber wie ging es dann weiter in den 90ern? Triathlon hat seine bekannte Entwicklung genommen. Es sind Weltstars draus geworden mit den Namen, die du gerade genannt hattest. Und du hast eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Ich war also viele Jahre an der Philipps-Universität in Marburg. Dort habe ich habilitiert, habe auch neue Themenfelder natürlich entdeckt, die gerade sich auch mit dem Stütz- und Bewegungsapparat auseinandersetzt, Überbeanspruchung des Stütz- und Bewegungsapparates. Habe Felder aufgemacht, die für Studierende sehr interessant waren, nämlich Ernährung, das, was im Sportstudium immer fehlt. Und ich habe die ersten Seminare zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin gemacht zur Ernährung. Und das ist so ein zweites Steckenpferd auch geblieben für mich, auch hier in der Lehre. Ich habe einen Studiengang gegründet, Sport und Ernährung, hier an der Martin-Luther-Universität, ein Masterstudiengang, und der ist absolut extrem gut nachgefragt. Also wir haben jedes Jahr über 120, 140 Bewerbungen und eigentlich nur 10 Plätze. Ja. Und das ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass eben Bewegung und Ernährung gehören eigentlich zusammen. Und das ist auch so ein weiteres Steckenpferd. Also wie gesagt, ich war bis 2000 in Marburg an der 2001 eine Dozentenstelle noch gekriegt in Marburg, und ab 2002 bin ich hier an der Martin-Luther-Universität und mache hier im Prinzip die Lehre und die Forschung. Ja. In der Zwischenzeit sind auch sehr, sehr viele Publikationen entstanden. Ich weiß das selbst aus meinem sportwissenschaftlichen Studium. Der Name Hottenrott ist absolut bekannt, auf etlichen Covern zu lesen. Wo würdest du deinen Schwerpunkt beschreiben, wenn man das sehen kann? Du hast gerade schon gesagt, Ernährung ist ein Schwerpunkt, aber natürlich die Trainingswissenschaften. Aber gibt es einen Fokus, oder siehst du wirklich die Interdisziplinarität, die in dem Sport drinsteckt, als eigentlich dein Schwerpunkt? Natürlich habe ich einen Schwerpunkt. Also man verbindet mich sehr stark natürlich mit den Ausdauersportarten. Das ist völlig klar. Also ich habe im Prinzip zu jeder Ausdauersportart auch ein Büchlein geschrieben oder ein Buch geschrieben. Also anfangs die Bücher Trainer, Triathlon-Trainer, Laufsport und Radsport und Inlineskating und Mountainbiking, das große Buch vom Laufen, das große Buch vom Triathlon, das große Buch vom Skilanglauf, also die ganzen Austauschsportarten sind natürlich tatsächlich ein Schwerpunkt, den ich viele, viele Jahre, vor allem eben auch durch eine Vielzahl von Studien, von trainingswissenschaftlichen Studien durchgeführt habe und da natürlich auch eine gewisse Kompetenz habe in den verschiedenen Sportarten. Also ich bin sicherlich nicht nur für Laufen oder für den Laufsport, sondern ich denke, ich habe eben auch gerade in den anderen Sportarten sehr viel Kompetenzen erworben. Das Zweite ist natürlich, dass ich mich nicht nur für den Spitzensport interessiert habe. Ich habe also sehr, sehr viele Forschungsarbeiten gemacht, auch für den Gesundheits- und Freizeitsport. Ganz einfache Dinge, ja, dass man eben mal untersucht hat, ja, wie treiben Ambitionierte oder Anfänger ihren Sport, Messungen im Park gemacht mit Laktatkonzentrationen, einfach mal die Teilnehmer angehalten, geschaut, wie ist die Laktatkonzentration, und dann sieht man eben, wie unterschiedlich das ist und dass jeder meint, er macht zwar den Sport so, wie es für ihn vielleicht zunächst richtig erscheint, aber wenn man das mal aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet, dann sieht man doch, dass die Ziele, die man verfolgen will, mit dem, was man tut, doch oft nicht zusammenpassen, eine große Schere ist. Und ja, das hat mich sehr interessiert und habe dann eine ganze Reihe von Studien auch gemacht. Also eine Studie, die fällt mir gerade ein, war auch sehr spannend. Also wir haben eine Gruppe in der Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Ja, die haben einen standardisierten Plan bekommen, nicht von mir, sondern ich habe einen Plan genommen, der international publiziert ist, ein Trainingsplan zur Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Und die andere Gruppe, die hat ein Herzfrequenzmessgerät gekriegt, das ihnen so vorgibt, wie sie eigentlich zu trainieren haben. Und dann haben wir geschaut, wie die sich entwickeln, vorher eine Diagnostik gemacht, hinterher eine Diagnostik, und alle haben an dem Halbmarathon teilgenommen. Und in der Tat waren die besser, die individuell trainiert haben. Das heißt also, das Training abgestimmt haben nach ihrer Befindlichkeit, wie sie sich gefühlt haben, wie stark sie ermüdet waren. Und die, die den standardisierten Trainingsplan durchgeführt haben, haben entsprechend die Leistung nicht so gut entwickelt. Ja, das ist also ganz spannend, solche Dinge auch mal zu testen mit Freizeitsportlern. Wie gesagt, da könnte ich jetzt ganz, ganz viel erzählen. Das glaube ich, da kann man auch wirklich sehr viel nachlesen und nachschauen, auch auf YouTube. Stichwort Individualität, ja, das ist wirklich für dich ein großes Credo geworden anhand deiner jahrelangen Erfahrung. Kein Training nach Schema F, sondern wirklich versuchen, so individuell, wie es nur möglich ist, trainieren zu lassen. Ja. Das hat natürlich als Voraussetzung auch eine ganze Menge an individuellen Daten
liegt dem zugrunde, weil ohne die Daten kann man auch nicht wissen, wie es dem Körper gerade geht, ja? Ja, absolut richtig. Also ich habe wirklich also von Tausenden von Sportlern, kann ich sagen, also Trainingsdaten erhoben, Herzfrequenzwerte erhoben, die ausgewertet. Ich habe eine Formel entwickelt zur Bestimmung eben von Trainingsbereichen über die Herzfrequenz. Wenn man sich nachdenkt, also ursprünglich hieß es ja, trainiere mit 180 minus Lebensalter, also maximale Herzfrequenz, 180 minus Lebensalter. Ja, meine Formel hat im Prinzip, gibt die drei Trainingsbereiche heraus. Ja. Sie berücksichtigt das Alter, das Geschlecht, die Leistungsfähigkeit, die Trainingsziele und daraus kann man eben Trainingsbereiche ableiten. Das heißt, die Individualisierung des Trainings ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt. Ja. Denn einen Trainingsplan zu erstellen aus heutiger Sicht, also ich meine, es liegen so viele Bücher vor, so viele Erfahrungen vor, das kann im Prinzip in Anführungsstriche relativ schnell ein Sportler, der Erfahrungen gesammelt hat, kann auch für andere einen Trainingsplan schreiben. Das sehe ich überhaupt kein Problem. Aber entscheidend ist für mich, wie wird der Trainingsplan eigentlich umgesetzt? Wie ist der Sportler in der Lage, den Trainingsplan so zu verändern, dass er leistungswirksam wird? Ja. Und das ist vor allem, und das ist mir aufgefallen, teilweise im Spitzensport noch problematischer, weil die Spitzensportler, die Leistungssportler haben ja eine extrem hohe Willenskraft. Ja, sie sind ja sehr diszipliniert, organisiert. Und sie sind manchmal nicht schnell zu bewegen, mal von dem Plan abzuweichen. Ein Freizeitsportler, der sagt, auch heute habe ich keinen Bock. Also, ach, die Einheit lasse ich ausfallen. Ja. Aber der Leistungssportler, ja, weil er eben gerade die Ziele verfolgt, der will gerne nicht abweichen. Weil er der Meinung ist, das steht ja da schwarz auf weiß, das hat mir jemand geschrieben. Und so muss der Plan auch dann entsprechend umgesetzt werden. Und dann passiert es eben häufig, dass eben die Sportler sich überfordern, die Leistung sich nicht so entwickeln, dass sie verletzt sind, Überbeanspruchungsreaktionen in unterschiedlicher Form, weil sie eben doch immer nur eine Blickrichtung haben. Ja. Blickrichtung Leistungssteigerung, Blickrichtung Beanspruchung vielleicht des Herz-Kreislauf-Systems, aber im Sport, und das wissen wir vor allem im Laufsport, da geht es vor allem auch um Stütz- und Bewegungsapparat, ja, um die Muskulatur, um das gesamte Skelettsystem. Und Überbeanspruchungsreaktionen kommen dann relativ schnell und die kommen ohne große Vorankündigung. Und ich glaube, das ist die Kunst, also den Plan immer so abzustimmen, dass er wirklich auf den einzelnen Athleten wirksam wird. Das ist eigentlich so das, wo ich, glaube ich, meine hohe Kompetenz auch habe. Das, was mir gelingt, aufgrund der vielen Jahren Erfahrung und natürlich auch den Forschungshintergrund. Da können wir auch gleich mal den Bogen oder die Brücke schlagen. Du trainierst selbst deine Tochter, Laura Hottenhardt. Natürlich dann auch nach den Prinzipien und nach den Erkenntnissen, die du da gewonnen hast. Wie schwer ist es wirklich, diese Erkenntnisse dann auch wirklich umzusetzen, sodass die Individualität auch wirklich maximal eingegeben werden kann in das tägliche Training, aber auch dann wirklich nicht zu übertreiben und auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja? Ein Training muss auch immer sehr reizvoll sein und muss Reize setzen, fast täglich, damit man sich entsprechend entwickelt. Und Individualität, dann spielen auch andere Faktoren eine Rolle, die da vielleicht das Training nicht so vielleicht so effektiv gestalten lassen können, wie man das vielleicht hätte mit einer klaren Zeitvorgabe. Also wie schafft man da die Brücke zu schlagen mit der hohen Individualität in den ganz praktischen Bereich? Also ich finde, heute hat man ja viele Möglichkeiten, also vor allem durch die Wearables. Also wir können ja Körperdaten fortwährend messen. Und das wird von immer mehr Menschen natürlich genutzt, dass sie eben die Wearables tragen und die Daten erfassen. Aber jetzt kommt das Problem, ja, was mache ich mit den Daten? Ja, wie interpretiere ich die Daten? Wie kann ich sie zu meinem Training in Beziehung setzen? Und da glaube ich, das ist so ein bisschen die Krux auch noch, dass da viele Probleme haben und über die reine Datenerfassung eigentlich nicht hinwegkommen. Und da fehlt es möglicherweise an Coaching oder an intensiver Auseinandersetzung, Erfahrungen, dass man das schafft, also mit dem, was ich wirklich an Körperdaten erhoben habe, dann auch auf die einzelne Person individuell übertrage. Es gibt aber nach wie vor eine ganze Reihe von Sportlern, die auch komplett ablehnen, mit irgendeinem Messgerät zu trainieren. Also aus meiner Sicht verstehe ich es nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, denn es ist ja nicht so, dass ich abhängig werden muss von diesem Messgerät. Ich kann ja die Daten einfach mitlaufen lassen. Wenn ich sie nicht selbst interpretieren will, dann gebe ich die Daten meinem Trainer und der kann ja das interpretieren und kann mir dann Empfehlungen geben. Aber ich halte es für eine vertane Chance eigentlich, dass man gerade im Austauschsport, wo es heute so einfach geht,
kontinuierlich deine Daten zu erheben. Ja. Sei es nun im Training, aber eigentlich kann man die Daten über den ganzen Tag erheben, dass man auch die Schlafphase und die Alltagsaktivitäten, die gesamte Aktivität, so habe ich einen viel besseren Einblick über dessen, was eigentlich mein Körper an Einflussgrößen hat über den Tag, wie die Belastung, die auf den Körper wirkt und wie das in Beziehung steht zur Beanspruchung. Das kann der Trainer dann auch viel besser einschätzen, wenn er natürlich ein kontinuierliches Belastungs- oder Beanspruchungsprofil hat. Hat er das nicht, ist er ja eigentlich darauf angewiesen, das, was der Athlet vielleicht ihm mitteilt oder das, was er auf einem Tagebuch niedergeschrieben hat. Und deshalb bin ich eigentlich schon der Meinung, also man sollte es auf jeden Fall nutzen, auch wenn man es für sich selber nicht interpretieren kann, dann sollte man das auf jeden Fall eben mit Hilfe von anderen eigentlich einsetzen und dann kann das Training deutlich besser individualisiert sein. Ja, Stichwort Herzfrequenz, Variabilität und Variables. Du hast gemeinsam mit deiner Tochter Laura da auch ein aktuelles Buch veröffentlicht, wo du genau auf diese zusätzlichen Daten und deren Interpretation eingehst. Vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen, auf welche speziellen Eigenschaften und Methoden ihr da zurückgreift und was da im Buch so nachzulesen ist. Ja, wir haben das Buch ja genannt, Die Geheimnisse des individuellen Trainings. Und als Untertitel der Orthostatiktest im Ausdauersport. Und das sagt ja schon etwas, worum es in diesem Buch geht. Es ist also kein klassisches Laufbuch, was jetzt Trainingspläne liefert, sondern dieses Buch zeigt auf, wie man tatsächlich Training so individualisieren kann, dass es wirksam, hochwirksam wird, Überlastungen, Übertrainingszustände vermieden werden können. Und dazu nutzen wir einerseits heißt der Orthostatiktest oder wir sagen auch Lagewechseltest, das heißt, wir messen die Herzfrequenz in Ruhe und die Herzfrequenzvariabilität, das heißt, den einzelnen Schlagrhythmus. Und nach 3 Minuten steht man auf und misst dann nochmal 3 Minuten die Herzfrequenz im Stehen. Und dieser Lagewechseltest, der liefert natürlich enorm viele Informationen, viel mehr, als würde ich jetzt nur die Ruheherzfrequenz morgens bestimmen, sondern gerade, dass eben das Kreislaufsystem nochmal gewissermaßen einen Reiz erfährt durch das Aufstehen, kann ich natürlich sehr differenziert interpretieren, was zurzeit an Aktivität, an Kreislaufstabilität, an Beanspruchung des autonomen Nervensystems vorliegt. Also ich sehe, wie eben Parasympathikus und Sympathikus arbeiten, sehr differenziert und kann dann mit diesen Daten eben die Einflüsse des Trainings beurteilen. Habe ich ein hochintensives Training über mehrere Tage? Wie verhält sich das? Habe ich ein sehr volumenreiches Training? Dann verhält sich das anders. Und daraus habe ich im Prinzip Modellkurven entwickelt, wo sich dann auch der Sportler daran orientieren kann, dass er eine Hilfe kriegt. Und die vielen Beispiele zusammen mit Laura, die eben den Test fortwährend nutzt, die zeigen eben auch die Veränderungen zur Vorbereitung auf einen Marathon. Ja, wie ist das in der Höhe? Wie verändern sich die Werte in der Höhe? Wie verändert sich das bei Hitze, bei Dehydration und so weiter? Und ich denke, dieses Buch ist sicherlich ein gewissermaßen auch wissenschaftlich unterfüttert, aber es ist in einer einfachen Sprache, sodass es auch jeder verstehen kann und das nutzen könnte eben zur Individualisierung des Trainings. Okay, die Herzfrequenzvariabilität ist ja, wie siehst du da den Forschungsgegenstand? Es gibt auf der einen Seite da auch sehr große Kritiker, die sagen, da kann man nicht so viel ableiten. Du bist ein starker Befürworter und sagst, das ist ganz, ganz klar ein absoluter Vorteil, dieser Wert. Vielleicht kannst du da nochmal kurz so das ein Stück weit erörtern für die Zuschauer. Ja, also ich habe ja mittlerweile 7 Symposien veranstaltet zur Herzfrequenzvariabilität und das bezieht sich ja nicht nur auf den Leistungssport, sondern auch im Gesundheitssport und auch in der Therapie. Also die Herzfrequenzvariabilität ist eigentlich ein Indikator dafür, wie unser autonomes Nervensystem arbeitet. Und das autonome Nervensystem ist natürlich mit vielen anderen Systemen in Verbindung und es reagiert sehr, sehr sensibel auf Veränderungen. Und je stärker die Variabilität gegeben ist, desto stärker zeigt es uns und mir und dem Sportler, dass eine Anpassungsfähigkeit des Organismus vorliegt. Ist die Herzfrequenz Variabilität starr, das heißt, das Herz schlägt wie ein Sekundenzeiger, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr die richtige Anpassungsfähigkeit haben. Und für das Training ist das ja wichtig. Wir wollen ja im Prinzip ein Training durchführen in der Situation, wo es auch eine hohe Wirksamkeit hat, das Training. Und wenn ich unter starkem Stress stehe, dann hat das Training wissenschaftlich auch nachweisbar nicht die Wirkung. Und deshalb ist diese Herzfrequenzvariabilität, es gibt verschiedene Parameter,
die man jetzt berechnet daraus. Es gibt ganz viel komplizierte mathematische Verfahren, aber wir nutzen im Prinzip in dem Buch eigentlich nur den Root Mean Square of Successive Difference. Ja, das ist also ein einfacher, deskriptiver Fassparameter, der berechnet wird und der zeigt dann, wie die vagale Aktivität ist. Ja, das wird schon sehr, sehr theoretisch und sehr mathematisch und trainingswissenschaftlich, also alles gut zusammengefasst. Aber ich denke, da können wir auch in den nächsten Videoclips dann nochmal spezieller drauf eingehen. Also da schon mal die Ankündigung dazu. Jetzt hast du das Verfahren sehr erfolgreich, ja, nachweislich auch bei Laura angewandt. Und jetzt steht unmittelbar das EM-Heimrennen bevor über die Marathondistanz. Also eigentlich gibt der Erfolg dieser Methode und der Anwendung dir oder euch recht in dem Moment. Und jetzt findet gerade die Vorbereitung unmittelbar statt. Wie freust du dich darauf und wie läuft gerade das aktuelle Training? Ja, natürlich freuen wir uns darauf auf die Europameisterschaft in Berlin. Ist ja im eigenen Land und dort die Vorbereitung ist voll im Gange. Wir werden nochmal jetzt in die Höhe gehen, werden nochmal 3 Wochen in der Höhe trainieren und werden dann direkt aus der Höhe nach Berlin anreisen. Wir werden natürlich den Orthostatiktest mitnutzen, aber sicherlich Training ist jetzt nicht allein nur die Individualisierung. Es kommen viele, viele Dinge dazu im Training, die man mit berücksichtigen muss, um das Training individuell abzustimmen. Und Laura hat natürlich auch viele eigene Kompetenzen jetzt schon erworben durch die lange Zusammenarbeit und durch ihr Studium, dass sie auch selber die Daten gut mitinterpretieren kann und wir gemeinsam auch immer die Daten besprechen und diskutieren. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und nicht nur natürlich den Orthostatiktest, sondern wir natürlich das gesamte Training. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg für Berlin. Das hört sich gut an. Das ist auch nicht mehr allzu lang. Also die Vorfreude steigt auch bei uns demzufolge. Auf jeden Fall wünschen wir euch da ein gutes Gelingen, dass ein guter Lauf rauskommt. Und ich möchte dir nochmal ganz gern daran erinnern, dass wir wirklich jetzt eine zukünftige Reihe da etablieren, wo du nochmal ganz explizit da die verschiedenen Themen, dein breites Spektrum mit formulieren kannst und den Zuschauern auch verständlich darbieten kannst. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben in die große Themenvielfalt und auch aus historisch bedingt den hohen Erfahrungsschatz von Kuno. Also seid da gespannt, freut euch darauf, wir freuen uns darauf und dann blicken wir mal auf die nächsten Wochen und schauen, was der Sommer und die EM noch so bringt. Ja? Also vielen Dank erstmal für das Interview und bis bald. Ja?